Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Jurassic World Evolution. Und das hier ist jetzt auch tatsächlich die letzte Folge von unserem coolen kleinen Saurierpark. Denn es gibt inzwischen andere Spiele, die ich auch interessant finde. Und wir spielen Jurassic World Evolution jetzt seit etwa einem halben Jahr. Finde ich cool, dass ihr so lange mit dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr hattet während dieser Zeit auch sehr viel Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall Laune gemacht. Aber ich muss sagen, ich erreiche bei dem Game jetzt so ein bisschen den Punkt, wo ich sagen muss, okay, es ist nice, aber ich brauche davon jetzt nicht noch viel mehr. Wir haben andere Spiele, die ich auch interessant finde, die ich gerne mal testen möchte. Und deswegen dürfen unsere Dinos nach dieser Folge in den verdienten Ruhestand eintreten. Ich meine, hallo, da haben wir ja auch echt was zu gucken. Früher. So, für dich brauchen wir jetzt nochmal ein ACU. Verstanden. Und ich muss ja mal sagen, es hat bisher echt Spaß gemacht. Ich mochte das Spiel. Aber ich kann natürlich auch langsam nicht mehr ganz negieren, dass ich zum einen gerne ein paar Sachen spielen wollen würde, die nun mal momentan einfach nicht gehen. Das Aufnehmen und Nachbearbeiten kostet einfach ein bisschen Zeit und die muss ich auch erstmal irgendwo herkriegen. Momentan bin ich so ein bisschen am Schwanken, welches Spiel jetzt als Neues dazukommt. Ich werde jetzt auch ein bisschen Let's Try aufnehmen, um zu schauen, was für euch interessant ist. Aber der wichtigste Punkt dabei ist natürlich... wo ist er denn hier? Parasaurolophus... irgendwo war das hier. Der wichtigste Punkt ist natürlich, für mich ist das inzwischen ein Spiel, das ich jetzt so lange und ausgiebig gespielt habe, dass es eigentlich nicht mehr viel gibt, was mich wirklich reizt. Ich könnte jetzt natürlich noch die ganzen... Sie sind ein wahres Naturtalent, aber das wissen Sie sicher schon. Dennoch, gute Arbeit beim Abschließen dieser Mission. Ja, ich habe ein neues Dings gekriegt. Es erfordert großes Können, bei all den Aktivitäten auf Isla Sorna für Sicherheit zu sorgen. Doch Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Die Insel ist bei Ihnen bestimmt in guten Händen. Hole Produkt ab. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, es ist alles eine coole Sache. Ich mache jetzt nochmal die ganzen Missionen, die noch übrig sind, denn ich kann hier noch durchaus das ein oder andere tun. Aber ich muss sagen, gerade die vierte Insel, diese super düstere, dunkle Insel, die geht mir so auf die Nerven. Ich hasse es, dort zu spielen und da müsste ich jetzt weitermachen. Bitte seht's mir nach, wenn das jetzt nicht mehr hier passiert im Let's Play. Ich mache das vielleicht irgendwann mal in meinem persönlichen Freizeitspiel, wenn ich mal darauf Lust habe oder so. Aber das war's dann auch. Kommt da keiner? Hallo? Wo ist der Transporter? also ich hoffe mal, ihr könnt nachvollziehen, dass ich jetzt hier einen Break reinsetze. Und ja, wenn euch das Game selber viel Spaß macht, würde ich sagen, probiert doch einfach mal, das in einem Sale zu kriegen und es selber zu zocken. Weil man kann sich hier echt ganz, ganz viel Zeit mit gönnen. Aber meine ist jetzt halt einfach vorbei. Apatosaurus. Okay, das ist irgendwas Neues. Auftrag als erledigt markiert. Großartige Arbeit. Sind die apathisch, dass sie so heißen? Oh Mann. Apatosaurus, wo war denn der? Camarasaurus, Sauropelta. Apatosaurus, okay, das war hier. Okay, mal gucken, ob wir davon noch ein bisschen mehr finden. Das wäre ja witzig. So, gucken wir mal. Irgendwie kriegen wir das mit den Verkaufssachen noch nicht so ganz in den Sinn. Einkaufsbewertung ist jetzt total im Keller. Ach, kommt, Leute.
Ja, hier hätte ich natürlich auch noch Missionen, die ich machen könnte, sollte, müsste. Ach, ich weiß nicht. Das ist einfach so, okay. Da könnte ich jetzt noch eine Menge Zeit reinstecken, aber es ist einfach, ich will nicht mehr. Ich habe hiermit echt gerne gespielt und auch lange gespielt, aber es ist jetzt so der Punkt. Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Können wir machen. Jeder Tag ist aufregender als der letzte. Das ist mein Motto. Darum kann ich es kaum erwarten, bis Sie uns das neue Genom bringen. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Okay, ist okay, Kumpel, ist okay. Ich glaub's dir. So, schauen wir doch mal, wie sich unsere neu zusammengezogenen hier so machen. Seid ihr zufrieden? Geborgenheit geht gerade ein bisschen runter. Das ist nicht so schön. Ja, euch fehlt noch der letzte, ne? Das ist ein bisschen blöd. Einer fehlt noch. Und die sind am Sozialisieren, ist okay. Mehr darf es jetzt halt nicht werden. Oh, werd nicht stressig, bitte. Ja, bitte nicht stressig werden. Oh, Mann, oh Mann. Also das ist teilweise schon so ein bisschen ätzend, dass man das vorher einfach nicht sieht. Oh, okay, ich fürchte, das könnte jetzt ein bisschen eng werden. Ich hoffe es aber mal nicht. Weil immerhin der Saurier-Transporter fliegt schon. Go, 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 Kumpel, go, go, go. Mach hin. Bevor wir jetzt hier die ultra traurigen Saurier haben. Huch. Er schläft. Och Gott, wie süß. Okay. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Osmium gibt auch wieder Geld. Sehr schön. Und Palladium. Ja, nehmen wir gerne. Camarasaurus. Okay, sehr cool. Und noch ein bisschen mehr. Und noch mehr. Okay, kein Problem. Go, go, go. Aha. Okay, das waren diese Kamarsaurier. Warte mal. Ich möchte aber gerne noch Apatosaurier haben. Die apatischen. Gib mir apatische Saurier. Ich bin gespannt. Oh, der ist nicht glücklich. Der ist nicht glücklich. Komm, kannst du nicht noch eine Runde schlafen, bitte? Dein Kumpel kommt ja schon. Er fliegt hier schon ein. Oh. Ich fürchte allerdings, wir werden hier gleich mal die ACUs in Hinterhand nehmen müssen, weil das geht so gar nicht. Oh, wobei, vielleicht reicht's ja noch. Vielleicht schaffen wir's, bevor die Viecher hier an den Zaun rangehen. Es ist schade, dass man diese Grundwerte schlichtweg nicht sieht, bevor man die Viecher nicht mal ausgebrütet hat. Das ist so ein bisschen. Eigentlich müsste man dann testweise immer mal einen Saurier irgendwie ausbrüten, gucken, welche Werte hat er und ihn dann verkaufen, damit man es zumindest weiß. Ah. So, komm, schmeiß ihn ab. Hopp, 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 hopp. Wir haben doch keine Zeit. Ah. Na, 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 komm. Schmeiß ihn runter. Los geht's. Oh, es geht jetzt schon hoch. Oder was? Zählt der jetzt schon rein? So, haben wir jetzt? Okay, wir sind an der Bestandsgrenze. Und die Geborgenheit geht auch gleich wieder nach oben. Yes. Sehr gut. Gerade noch rechtzeitig, so auf den letzten paar Metern haben wir es noch geschafft. Puha. Mehr Viecher dürfen jetzt aber nicht rein. So, und du gehst jetzt erstmal was futtern, wa? Ja. Mal ordentlich Futter reinhauen. Nom nom nom. Wo ist das Essen? Na, wo ist das Futter? Da. Kumpel, du läufst dran vorbei. Wie blöd bist du? Ja, geh doch futtern. Das ist hier direkt neben dir. Du musst da einfach nur auf den Busch zulaufen. Guck mal. Ich sag das mal so frei heraus. Wir beide sind ein Na, bärenstarkes Team. also. Geht doch. Ah, Mann, was ein Stress, ey. Okay. Was haben wir hier? Ah, neue Fossilien. Apatosaurus. Okay, wir haben hier noch mehr apatischen Saurier und Stegosaurus. Oh, noch mehr Apatosaurus. Cool. Und. Brachiosaurus, das müssen wir natürlich verkaufen.
Eieiei, was ein Stress. Was ein Stress. So, und hier nochmal. Das läuft. Okay, ich glaube, der Park ist ganz gut am Funktionieren. Also mehr Viecher dürfen wir jetzt hier nicht reintun. Das wird sonst ein bisschen zu eng für die Viecher. Aber ich glaube mal, die fühlen sich hier ganz wohl. Für die ist es vom Bestand her eigentlich ideal. Nicht zu viele, nicht zu wenige. Für die hier sind wir jetzt an der Grenze. Mehr dürfen es nicht sein. Aber das ist gut. Ich meine, wir haben jetzt hier drei. Damit sind sie zufrieden. Ja, passt. Und die Besucher haben hier halt ganz viele Saurier zum Angucken. Insofern, das entschädigt hoffentlich dafür, dass der Rexy sich hier immer irgendwo verkrümelt und dann am Arsch der Welt rumsitzt. Wo ist er denn? Hallo Rex? Ah, da vorne. Oh, man sieht ihn tatsächlich mal. Also die Besucher haben dann auch die Chance, den Rex zu sehen. Oh Mann. Und das sind 315 Leute, die den Rex angucken wollen. Wahnsinn. Okay, kann ich aber verstehen. Ich meine, er sieht ja jetzt auch richtig gut aus. Bumpf, bumpf. Er ist halt der König der Saurier. Der fetteste von allen. Das muss man ihnen ja lassen. Also sie sehen wirklich toll aus, wenn sie nicht so kompliziert wären. Oder diese Indomimi, also Gott im Leben. Also die will ich mir gar nicht antun. Aber hier, das ist doch mal hier. Das ist doch richtig hier ein tolles Sauriergehege mit sehr, sehr vielen Viechern auf einem Haufen. Und sie scheinen alle recht glücklich damit zu sein. Ja, ich könnte Apatosaurier bauen. Hupsa. Also es hat schon so seinen Reiz mit den Sauriern hier. Immerhin, ich habe jetzt auch ziemlich viel über Saurier gelernt während der Zeit, die ich das hier gespielt habe. Und das war vorher überhaupt nicht mein Thema. Muss man dazu sagen. Insofern ist das schon okay. Hat Spaß gemacht. So. Oh, hier kommt gut Apatosaurus rein. Sehr schön. Oh, Diplodocus ist auch okay. Stegosaurus nehmen wir gerne. Wir haben das Geld momentan. 88 Millionen, das ist halt schon eine krasse Nummer. Da beschwert man sich nicht. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas, was ich erforschen müsste, könnte, sollte, dürfte? Nee. Wir haben hier die Gene extra. Okay. Was haben wir hier noch? Inselnavigation. Wir sind hier. Ja, hier auf der Isla Peña fehlen uns einfach die Missionen, aber ich hasse diese Insel. Die ist echt. Vor allem, ich muss sie dann auch immer extrem aufhellen, wenn ich hier versuche, irgendwas zu machen. Oh, was haben wir hier? Oh, hier würden dann wahrscheinlich die Missionen freigeschaltet. Ich kann Ihnen nicht befehlen, diesen neuen Auftrag anzunehmen, aber ich wünschte, ich könnte es. Ach, er klingt wirklich gut. Ich nehme gern auch was von der Wissenschaftsabteilung an. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Wir kontrollieren sie, indem wir sie sich selbst kontrollieren lassen. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Diese Expedition kann helfen. Ist okay. Ich habe das schon verstanden. Was hast du für Arbeit für mich? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können. Ich meine, Sie könnten es natürlich ablehnen. Aber warum sollten Sie? Okay, zwei neue Saurier. Uiui. Da müssten wir ja glatt nochmal so ein bisschen Party hier machen. Wie viel von denen können hier mit rein? 1 bis 5. Wir könnten hier noch 2 reinsetzen. Rein theoretisch. Du hast nichts, kein Problem mit einem größeren Bestand. Ist auch okay. Also rein theoretisch könnte ich hier noch 2 fette Brachiosaurier reinsetzen. Ist doch eine Idee. So, Brachios. Wo seid ihr denn hier? Ihr Brachio-Dinger. Diplodocus. Boah, dieser voll krass gemoddete Saurier. Nee. Oh, hier ist irgendwas gestorben. Muss ich jetzt mal kurz gucken, wo der tote Saurier ist. Vor allem, was es ist. Ah ja, hier ist. Ah, okay, einer von denen. An Altersschwäche gestorben. Okay. Gut, dann müssen wir mal die Transportteams rufen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich weiß, dass Dr. Dua sehr fordernd sein kann. Aber aus gutem Grund.
Die Wissenschaftsabteilung ist das Fundament unserer Arbeit hier. Sie müssen Ihren Ruf verbessern. Zeigen Sie ihr, was Sie drauf haben. Überraschen Sie sich selbst. Diese Mission ist dank Ihnen ein Erfolg. Wie mache ich die Viecher denn schicker? So, gucken wir doch mal, ob wir so einen ausgebrütet kriegen. Dann wird er nämlich gleich mal nachgeliefert und wir bauen jetzt noch Brachiosaurier. Erstmal scrollen. Boah, die sind so hart. Riesige Viecher, meine Güte. Und die haben wir in bunt. Okay, wir lassen sie in bunt, das ist okay. Was hat der hier noch? Lebenserwartung. Das wird jetzt richtig teuer. Und nochmal ein Brachiosaurus. So. Bam. Ach ja. Nee, das läuft auch wieder mal ganz nice. Und ich muss sagen, es ist einfach entspannt und gechillt. Ich mag das mit den Sauriern. Das ist definitiv eine nette Sache. Und wenn ihr Saurier auch nur im Ansatz irgendwie mögt, dann ist das hier ein relativ entspanntes Spiel. Außer ihr habt natürlich die vierte Insel vor euch, die ist einfach nur ätzend. Also gerade für Perfektionsfanatiker, die dann überall 5 Sterne haben wollen, stelle ich mir das ziemlich grauenhaft vor. Ich bin glücklicherweise keiner. Ich habe die meisten Parks bis 4 Sternen hochgebracht und das war's dann. Damit bin ich dann aber auch echt zufrieden. Also es ist, für mich ist es okay. Für andere ist es dann vielleicht nicht okay, weil man eben viele Sachen noch nicht hat. Einkaufsbewertung. Mensch, Leute, was ist denn mit dieser Einkaufsbewertung? Wieso kriege ich die nicht höher? Es muss doch hier irgendeinen Trick für geben. Die Bar, Schutzraum, Forschungszentrum, Rangerstation, Fossilienzentrum? Dürft ihr hier nicht genug einkaufen? Zu wenig Souvenirläden? Ich weiß es nicht. Das ist schon so ein bisschen ätzend. Wobei, vielleicht kriege ich ja hier noch irgendwas hin. Gucken wir doch mal. Souvenirladen ist der hier? Nee, warte mal. Blödsinn. Wir haben doch hier noch so einen T-Shirt-Shop. Kleiderladen. Geht doch mal hier hin zum Einkaufen. T-Shirts mit Sauriern drauf machen glücklich. Vielleicht fehlt ihnen das einfach. Ich weiß es nicht. Ich meine, hier laufen ja auch genug Leute vorbei. Das dürfte dann für die meisten irgendwie was sein, was sie sehen können. Vielleicht habe ich die Läden bisher auch einfach zu blöd platziert. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Gucken wir doch mal. Sieg, Röhr, Wurstel. Also das hier ist schon ziemlich interessant. Keine Leute drauf, aber diese Hebebühne rast drauf und runter. So, fertiger Shop. In unserem neuen Kleiderladen finden Sie immer das Richtige. Shirts mit Sauriern. Was kann man denn hier kaufen? Dino-Hut, okay. Gibt's hier nichts anderes? Guckt mal hier, Dino-Shirts, wie wär's? Leute, kauft mir Dino-Shirts, dann seid ihr auch glücklicher, da bin ich mir ziemlich sicher. Nur Dino-Hüte sind auch ein bisschen langweilig. So, was gibt's hier Schönes? Naschkatzosaurus. Ich glaube, ich mache mal hier Jurassic Mumpf. So.
So, dann habt ihr ein bisschen Auswahl. Hier im Restaurant gibt es dann Jurassic Mumpf. Lecker, lecker. Was auch immer das sein mag. Ah, der Stegosaurus ist bald fertig. Den können wir noch angucken, wie er aus dem Dings rauskommt. Ich glaube mal, das ist ganz witzig. Und das hier ist eins meiner Lieblingsgehege. So viele verschiedene Arten, die hier friedlich miteinander leben. Das ist doch einfach toll. Vier verschiedene Saurierarten. Ihr braucht einfach nur ein Gehege, das groß genug ist, dann funktioniert das ganz gut. Und die sind halt auch einfach schick. Da ist er. Okay, dann lassen wir den nochmal raus hier. Plöck. Stegosaurier. Oh, der ist cool. Wow. Geile Schuppen. Okay, das war jetzt eher so ein bisschen peinlich. Früher war der Stegosaurus mein Lieblingssaurier. Vielleicht, weil er es mit allem aufnehmen konnte, was seinen Weg kreuzte. Kein Kämpfer, ein Überlebenskünstler. Okay. So, ich würde mal wetten, das ist der nächste Stegosaurier, den es jetzt hier umgehauen hat. Ja. Die werden langsam alle aussterben, weil sie relativ alt waren und eben auch nicht modifiziert. So, dann hol den mal gleich ab hier. Dann brüten wir gleich den nächsten aus. Ich glaube mal, wenn wir jetzt lauter coole Stegosaurier da reinsetzen, dann sind die auch ganz schön bunt. Wo war er denn? Stegosaurier, wo bist denn du? Bin ich jetzt doof, das zu sehen? Chunkingo, Mayasaurus, nur. Bin ich jetzt so blöd, das Viech zu sehen? Hallo? Stegosaurus? Ach, da. Nee, den brüten wir nochmal so. Passt. Ach ja. Huch! Dieser neue Auftrag könnte sich für die Sicherheitsabteilung als wertvoll erweisen. Ah, lass mal gut sein. Die anderen finden uns eh schon scheiße genug. So, kommt ihr ACUs. Jetzt haut ihn nochmal um. Yeah, da sind sie schon. Und? Na, wie wird's? Ein Schuss, ein Treffer? Kommt, Leute, ihr schafft das. Yep, ein Schuss, ein Treffer. Jawohl. Ihr seid gut. So, dann mal hier ab ins Gehege. Damit das hier schön voll wird. So, und dann machen wir uns bei der Wissenschaftsabteilung, lieb Kind. Und lassen gleich die Brachiosaurier auch noch raus. Aber oh, die brauchen lange, meine Güte. Aber gut, das ist ja auch ein riesiger Saurier. Der muss ja auch lange, lange brüten. Dafür braucht man viel Platz. So, ich gucke mal, ob ich hier was mit der Verkaufsbewertung hingekriegt habe. Es wird langsam besser. Aber glücklich bin ich damit jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht. Ist etwas seltsam. Das könnte besser gehen hier. Wir haben eine Fürsorgestrafe. Oh. Immer noch eine Vielfaltstrafe? Ja, ich kann nichts dafür, dass die ganzen Viecher hier immer so große Gruppen haben möchten. Mensch, Leute. So, zu guter Letzt gucken wir nochmal beim Brachiosaurus zu. Die finde ich einfach super cool. Ich habe soeben gehört, dass sie unsere Vorgaben bezüglich der Dinosaurierzahl erfüllt haben. So macht man sich hier einen Namen. Also, gut gemacht. Ach, die sind doch toll. So majestätisch und riesig. Ich stehe auf die Viecher. Und sie haben einfach mega lange Hälse. Irgendwo da hinten hört der Saurier dann auf. Yeah. Geile Scheiße. Okay, man sieht ihn gar nicht. Super. Ah, ja, wie hart. So der Megasaurier hier. Zack. So, den zweiten können wir auch rauslassen. Aber das gucken wir jetzt nicht noch an. Oh Mann. Was eine Nummer. So, den bitte auch noch. Tja, ihr Lieben. Das war Jurassic World Evolution. Wir hatten viele verschiedene Parks, viele Herausforderungen, viele teilweise sehr, sehr komplizierte Saurier mit ihrem Verhalten und ihren Vorlieben und hey, hier, bam, kriegst du mal einen neuen Saurier, viel Spaß damit. Aber ich denke mal, das war eine coole Let's Play-Reihe. Mir hat sie Spaß gemacht, ich hoffe euch auch.
Und ich hoffe mal, dass ihr auch bei neuen Let's Play-Sorten mit dabei seid. Vielleicht, wenn es ein Spiel ist, das ihr noch nicht kennt oder dessen Prinzip ihr irgendwie komisch findet oder das auch einfach auf den ersten Blick etwas seltsam aussieht, gebt der Sache eine Chance. Ich spiele hier nur Games, die mich wirklich interessieren, bei denen ich irgendetwas erkannt habe, wo ich mir sage, hey, das könnte interessant sein, das könnte spannend sein, das könnte sich lohnen zu spielen. Ihr werdet auf diesem Channel keine Games finden, die nur deswegen hier landen, weil mich irgendwer dafür bezahlt oder versucht, eine Promotion zu platzieren oder sonst irgendwas. Hier landen nur Spiele, die mich interessieren. Und genau deswegen hoffe ich, dass ihr auch anderen Themen, anderen Spielen, vielleicht auch nicht so bekannten Spielen, gerade weil sie aus dem Indie-Bereich stammen, eine Chance gebt und damit dann hoffentlich auch ganz viel Spaß habt. Ich würde mich freuen, euch dann auch in anderen Serien wiederzusehen, auch wenn es nicht um Dinosaurier geht. Und ich hoffe, bis dahin habt ihr eine coole Zeit. Wenn ihr irgendwelche Spiele-Tipps habt, wenn ihr sagt, hier, guckt ihr das doch mal unbedingt an, das ist eine geile Sache, das ist ein interessantes Spiel, schreibt mir das ruhig immer in die Kommentare. Da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drüber, wenn ich irgendwelche Anregungen kriege, wenn ich Ideen von euch kriege, weil das macht natürlich auch einen Channel lebendig. Ich mag's, wenn ihr mir Kommentare gebt, wenn ihr mir sagt, was euch gefällt und wenn ihr mir auch sagt, was euch nicht gefällt. Nur dann kann ich hier irgendwie was verbessern oder verändern. Oder natürlich dann auch auf neue Ideen eingehen. Ha, hier seht ihr es schon. Unsere freundlichen Brachiosaurier werden angeliefert und abgeworfen. Zup. Und da haben wir schon den nächsten Stegosaurier, der hier sein Zuhause finden darf. Nein, ihr fliegt noch nicht zurück, ihr habt hier noch zu tun. Ihr Lieben, an dieser Stelle sage ich zumindest bei Jurassic World Evolution tschö mit Ö, macht es gut. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play. Macht's gut, bis denn und tschö.